10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es war totenstill. Der Mond stand am wolkenlosen Himmel und tauchte das Dorf mit den vielen alten Bauernhäusern in ein weißes, kaltes Licht. Ab und zu ließ ein leichter Windhauch die Blätter der alten Eichen am Ortsrand erzittern. Kurz vor Mitternacht öffnete sich an einem der neueren Häuser leise die Hintertür. Der Lichtschein einer Taschenlampe wurde sichtbar. Mensch, Klaus, mach die Funzel aus, wenn uns jemand sieht. Die beiden Jungs, Peter und Klaus, schlichen im Halbdunkel an den Häuserwänden entlang und erreichten bald unbemerkt die alten, hohen Eichen am Ende des Ortes. Puh, das hätten wir geschafft. Peter fuhr mit zitternder Hand durch seine blonden Haare. Er war schlank und oft sehr nervös und aufgeregt. Der braunhaarige, mollige Klaus hingegen strahlte meistens seine großartige Ruhe aus. Doch auch er konnte jetzt eine gewisse Aufregung nicht verbergen. Auf was für ein Abenteuer hatten sie sich da nur eingelassen? Aber wenn das gelang, was sie vorhatten, dann... Vor gut einem Monat hatte alles angefangen. Jeden Samstagnachmittag trafen sich die Jungs im Gemeindehaus. Dort wurde gespielt, gesungen und spannenden Geschichten gelauscht. Diese Jungscherstunde war eine tolle Sache. Ja... Da hatte alles begonnen. Der Jungscherleiter war mit geheimnisvoller Miene vor sie getreten. Ihr wisst, dass wir in einem halben Jahr wieder auf ein Jungscherlager fahren werden. Hey. Nun machen wir in diesem Jahr einen Wettbewerb, bei dem einer von euch das Lager umsonst bekommen kann. Ja. Jeder von euch kann mitmachen. Malt zum Beispiel ein tolles Bild oder erfindet eine Geschichte. Oder macht eine wissenschaftliche Untersuchung. Oder was weiß ich. Klar? Ja, klar, gut, ja, gut. Peter und Klaus standen nach der Stunde zusammen. Sie waren unzertrennliche Freunde, auch wenn sie sich oft gegenseitig neckten und ärgerten. Wir machen doch was gemeinsam, nicht wahr, Klaus? Na klar. Und wenn wir gewinnen, was machen wir dann? Ich meine, was machen wir dann mit dem Preis? Dann kriegt jeder einfach das halbe Lager bezahlt. Genau, nur, was machen wir? Ein Bild malen? Da gewinnen wir nie. Ha, und eine wissenschaftliche Untersuchung. Vielleicht über die Fressgewohnheiten der Kühe. Muh! Nee, das ist auch nichts. Ich weiß, was wir machen. Was denn? Wir schreiben eine Geschichte. Eine was? Eine Geschichte über die Falkenwohl. Und zwar so eine, dass den anderen vor Spannung das Herz stehen bleibt. Von der Falkenburg? Eine Geschichte von der alten Ruine? Da steht doch nur noch der Turm und ein Stück Mauer. Was willst du da schreiben, Klaus? Zuerst müssen wir uns eben richtig informieren. Du bei deinem Vater und ich gehe zu meinem Onkel. Peters Vater war der Bürgermeister des Ortes und so kam Peter an die alten Dorfberichte heran. Und der Onkel von Klaus war der Pfarrer des Dorfes. So konnten sie auch in den Kirchenberichten lesen. Tagelang vertieften sie sich jeden Nachmittag nach der Schule in den alten Berichten. Als sie damit fertig waren, wollten sie auch die Falkenburg genau untersuchen. Aber so einfach war das nicht. Peters Vater hatte den Turm mit einer stabilen Tür verschließen lassen, nachdem dort Landstreicher übernachtet hatten. Peter musste seine ganze Überredungsgabe einsetzen, bis sein Vater an einem Sonntagnachmittag mit ihnen zur Ruine ging. Alten Bäumen umgeben, erhoben sich die Überreste der Falkenburg auf einem kleinen Hügel. Doch der Besuch der Ruine wurde eine große Enttäuschung. Die Mauer war überhaupt nicht interessant. Und der alte Turm? Ein eckiges Gemäuer, nur dass eine kurze Treppe mit halbverfallenen Stufen zu einem niedrigen Kellerraum führte. Dort war der Boden mit lauter Erde und Dreck bedeckt. Auch die alten, fast morschen Bretter und Balken, die die Decke des Kellers bildeten, waren nichts Besonderes.
wieder zu Hause, saßen die beiden Freunde in Peters Zimmer und sprachen über die Ergebnisse ihrer bisherigen Nachforschungen. Ich habe mir Folgendes notiert. Die Falkenburg ist um 1500 vom Raubritter Cornelius dem Kleinen gebaut worden. Dieser Mensch machte hier die ganze Gegend unsicher, hast du es gehört? Er überfiel viele Handelszüge und machte vor allem den Bauern das Leben schwer. Er stahl ihre Tiere und räumte die Speisekammern aus. Mensch. Ja, und dann entführte er sogar noch hin und wieder ihre Töchter und gab sie erst gegen ein hohes Lösegeld frei. Später begann er zu morden und zu plündern, dass sich die Bauern zusammenschlossen und die Raubritterburg angriffen. Mensch, 3 Monate haben sie die Burg belagert und endlich einen Sturmangriff gewagt. Kannst du dir vorstellen, wie sie mit ihren Dreschflegeln und Prügeln die Leitern hochgeklettert sind? Da war was los. Das gibt eine besonders tolle Stelle in unserer Geschichte. Aber nun weiter. Ich habe aufgeschrieben, als Cornelius merkte, dass er die Burg nicht halten konnte, zog er sich mit seinen Leuten in den Turm zurück. Hat dort Feuer gelegt und ist mit seinen Männern verbrannt. Der wollte lieber sterben, als sich von den Bauern gefangen nehmen lassen. Die hätten ihn bestimmt zu Tode gefoltert. Aber eines verstehe ich nicht. Cornelius soll später mehrmals aufgetaucht sein und einige Bauernhöfe dem Erdboden gleichgemacht haben. So genau waren eben damals die Berichte doch nicht. Legende und Wahrheit vermischten sich zu leicht. Weißt du was, Peter? Wir versuchen es doch mal bei dem alten Schäfer. Der weiß bestimmt noch mehr darüber. Ja, das wollten sie tun. Den alten Schäfer, von dem niemand genau wusste, wie alt er war, ausfragen. Und da war noch der Grabkeller der Dorfkirche zu erkunden. Das alte Gotteshaus besaß eine Gruft, eine Art Kellerraum. Dort hatte man früher wohlhabende Leute beigesetzt. Doch zunächst ging's nun zum Schäfer. Die kleinen, pfiffig dreinschauenden Augen des Schäfers blickten sie fragend an. Er hatte grauweiße Haare, die eine große Glatze umrahmten, ein wetterzerfurchtes, gegerbtes Gesicht, wie eine schrumpelige Kartoffel, einen zahnlosen Mund, der Kopf saß auf einem kurzen Hals, der Oberkörper war gekrümmt, die ganze Gestalt des Mannes, der sich auf seinen Schäferstock stützte, wirkte unheimlich. Guten Tag. Guten Tag. Wir wollten fragen, ob Sie uns etwas über die Falkenburg erzählen können. Die Falkenburg? So, so. Warum kommt ihr gerade zu mir? Wir dachten, ich meine, die Leute erzählen, dass sie sich das sehr gut auskennen sollen. So mit alten Sachen. So, so. Die Leute sagen sowas. Ja, ja, da haben Sie tatsächlich recht. Warum wollt ihr denn etwas über die Falkenburg wissen? Wir machen da einen Wettbewerb in der Jungschar. Und da wollen wir eine Geschichte schreiben. So, so. Gut, dann setzt euch. Danke. Also, es war im Jahre 1487 nach Christi Geburt, als sich der junge Cornelius mit einer Jungfrau im Wald treffen wollte. Sie hatten sich das Versprechen gegeben, einmal zu heiraten. Er war ja einst ein junger Bauernsohn, aber Raubritter hatten seine Eltern bei einem der vielen Überfälle getötet. Damals, vor Jahren, wurde auch der ganze elterliche Besitz vernichtet. Aber jetzt wartete Cornelius im Wald viele Stunden vergebens. Dann aber machte er sich auf den Weg zum Hof der Jungfrau. Dort sah er sie mit einem reichen, sehr reichen Bauernsohn aus der Nähe gemütlich in einer Stube sitzen. Voller Eifersucht und Wut erstach er die beiden und setzte der Scheune den roten Hahn auf und floh. Den roten Hahn auf? Er hat die Scheune in Brand gesteckt. Innerhalb weniger Monate scharte Cornelius Räuber und Diebe um sich und wurde einer der gefürchtetsten Strauchritter dieser Gegend. Strauchritter
heißt so viel wie Raubritter. Ja, es war furchtbar. Seine Überfälle waren schrecklich. Niemals ließ er einen der Gefangenen leben. Nur die Mädchen und Frauen nahm er gefangen und gab sie gegen hohes Lösegeld frei. Doch zuvor mussten sie für ihn arbeiten bis zum Umfallen. Manche sind dabei umgekommen oder gar verhungert. Später bot ihm ein Bauer einen Steinbruch an. Cornelius gab sein Ehrenwort, ihn dafür nicht zu überfallen. So bekam der Raubritter auf leichte Weise Baumaterial der Falkenburg. Wieso heißt die Burg eigentlich Falkenburg? Ja, Cornelius hatte ein Gesicht wie ein Raubvogel. Kleine, furchteinflößende Augen, eine spitze Nase und überhaupt einen schmalen Kopf. Er war sowieso ein kleiner Mann. Deshalb nannte man ihn später auch Cornelius den Kleinen. Nur, wer das zu ihm sagte, den machte er klein. Den machte er klein? Dem ließ er die Beine abhacken. Entsetzlich. Nun ja, Cornelius suchte sich eine günstige Stelle für die Burg und ab diesem Tag ließ er alle Gefangenen am Leben. Sie mussten von früh bis spät schuften. Der Schäfer erzählte noch viel über Cornelius und wie die Bauern die Burg belagert und gestürmt hatten und berichtete von einem unterirdischen Gang, durch den die Wegelagerer geflohen seien, und von weiteren Überfällen. Die Sonne ging schon unter, als sich die Jungs auf den Heimweg machten. Spät abends klopfte es bei Klaus an der Haustür. Wer kann das wohl sein? Ich bin's, der Schäfer. Was ist denn? Guten Abend, mein Junge. Mir ist da noch etwas eingefallen, was euch vielleicht weiterhilft. Was denn? Du hast sicher schon gehört von der Gruft unter der Kirche. Wenn ihr dort genau sucht, werdet ihr... Naja, schaut selbst einmal nach. Gute Nacht. Lange wälzte sich Klaus im Bett hin und her und dachte über das Gehörte nach, bis er endlich in einen unruhigen Schlaf fiel. Am Morgen erwachte er schweißgebadet in seinem Bett. Am anderen Tag überredeten Peter und Klaus den Pfarrer, in die Gruft steigen zu dürfen. Da vorn, neben dem Altar, da ist die Steinplatte, die man zur Seite ziehen muss. Ja, um in die Gruft zu steigen. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, die Öffnung frei zu bekommen. Unter ihnen gähnte die Finsternis. Gib mal die Leiter her. Sie stiegen langsam nach unten. Mit den Taschenlampen leuchteten sie den Boden und die Wände ab. Überall Grabplatten. Dann suchen wir mal, ob wir bei den Inschriften einen Hinweis auf die Falkenburg finden. Sie waren eine halbe Stunde in dem Gewölbe, als Klaus plötzlich einen Freudenschrei ausstieß. Da! Peter erschrak darüber so sehr, dass er meinte, das Herz bliebe ihm stehen. Peter, komm her! Schnell! Schau mal, was hier steht! Falkenburg. Mensch, Falkenburg! Hier steht was von einem reichen Kaufmann, der halbtot aus der Falkenburg gegen ein Lösegeld freigelassen wurde, dann aber später gestorben ist. Er starb an den schweren Verletzungen, die man ihm in der Folterkammer über dem Verlies beigebracht hatte. Hast du schon mal von einer Folterkammer und einem Verlies in der Raubfutterburg gehört? Nee, da ist doch bloß der niedrige Keller. Mensch, wenn du meinst, unter dem Kellerraum. Ein Verlies und keiner weiß davon? Sie mussten nochmals in die Burg. Doch Peters Vater lieh ihnen den Schlüssel nicht aus.
Aber dann löste sich das Problem von selbst. Im Geschichtsunterricht machten sie einen Ausflug zur Falkenburg. Und als Peter auf den Boden des Kellerraums herumstampfte, bemerkte er etwas. Wieder im Freien konnte er Klaus von seiner Entdeckung berichten. Ich hab's gefunden. An einer Stelle hat es hohl geklungen. Es war fast kein Unterschied im Klang. Aber ich bin mir ganz sicher. Wo war das denn? Genau in der Mitte. Da ist bestimmt eine Falltür nach unten. Du meinst, da lag die Falltür zum Verlies unter dem ganzen Dreck und kein Mensch hat es seit Jahrhunderten gemerkt? Mensch, wenn du recht hast, da müssen wir runter. Nur, wie kommen wir allein in den Turm? Wir haben doch keinen Schlüssel. Und wieder war es der Geschichtslehrer, der unseren Freunden half. Natürlich, ohne es zu wissen. Er bat Peter, den Turmschlüssel seinem Vater zurückzugeben. Das war die Gelegenheit. Peter und Klaus ließen sich schnellstens beim Dorfschlosser einen Nachschlüssel machen. Doch wie und vor allem wann sollten sie zur Ruine gehen und mit dem Graben beginnen? Niemand durfte etwas davon wissen. Da lud Peters Tante Marianne seine Eltern zu einem Besuch ein. Samstag, Sonntag, am Montag war Feiertag. Das gab ein langes Wochenende. Peter wollte nicht mit. Stattdessen besuchte ihn Klaus. Nun hatten sie freie Bahn zur Falkenburg. Unbemerkt verließen sie also kurz nach Mitternacht das Dorf, gingen durch einen kleinen Wald und schlichen sich über eine Wiese. In den Rucksäcken hatten sie Verpflegung. Die Feldflaschen waren gefüllt. Peter trug einen Spaten. Und Klaus hatte ein langes Seil und einen großen Pickel dabei. Die Batterien in den Taschenlampen waren neu. Nichts konnte schiefgehen. Oder vielleicht doch? Da zerriss ein Gewehrschuss die nächtliche Stille. Peter und Klaus fielen vor Schreck zu Boden. Mensch, was war denn das? Ein Schuss. Bist du vielleicht schlau? Das habe ich auch gehört. Der Förster stieß bestimmt auf Kaninchen. Wenn er uns bloß nicht mit den Kaninchen verwechselt. Komm weiter jetzt, aber vorsichtig. Rückt schlichen sie vorwärts. Endlich hatten sie das Wäldchen um die Falkenburg erreicht. Im Mondlicht tauchten die Schatten der Ruine vor ihnen auf. Klaus atmete tief durch, als sie vor dem Turm standen und Peter den Schlüssel aus der Tasche zog. Schnell war die Tür geöffnet und wieder von innen verschlossen. Jetzt konnte sie niemand mehr stören. Im Schein der Taschenlampen gingen sie die Stufen zum Kellerraum hinunter und legten ihr Gepäck beiseite. Peter begann zu stampfen. War es nur Einbildung? An einer Stelle war ein dumpfer Klang, genau in der Mitte des Kellerraumes. Für Peter und Klaus stand es fest. Hier ging es zum Verlies. Es kostete viel Schweiß, sich durch den Dreck der Jahrhunderte, wie Klaus es nannte, hindurchzuarbeiten. Doch es war nicht umsonst. Sie fanden eine Falltüre. In dem alten Eichenholz, anderes Holz wäre wohl längst verfault, saß ein fester Eisenring, etwas verrostet, aber noch stabil genug. Schon begannen sie zu ziehen. Langsam ließ sich die alte Falltür öffnen. Mensch, Klaus, das ist ja... Ja, das muss die Folterkammer sein. Schau mal, da, das verwitterte Holzgestell. Und da drüben. Nichts wie runter. Wo machen wir das Seil denn fest? Ich hab's. Wir binden es an den Spaten und legen ihn auf das Loch. Sofort kletterte Peter in die Tiefe. Klaus leuchtete ihm und folgte dann zögernd. Die Sache gefiel ihm nicht. Bis zum Boden der Folterkammern waren es bestimmt knapp 5 Meter, dann der Kellerraum dazu, das waren 6 bis 7 Meter unter der Erde und... Da! Das ist bestimmt die Streckbank. Scheint mir noch gut erhalten. Nur die Lederriemen zum Anbinden sind verrottet. Schade, sonst hättest du ein bisschen in der Länge zu... und in der Breite abnehmen können, Dicker. Mehr konnte Peter nicht sagen. Klaus fasste ihn um die Hüfte und setzte ihn blitzschnell auf eine Art Stuhl, nur
Dieser Stuhl war mit lauter spitzen Kegeln versehen. Der Gefolterte wurde durch Bretter und eine Schraubvorrichtung auf die Kegelspitzen gedrückt, die tief in das Fleisch eindrangen. Alles ging blitzschnell. Schon hatte Klaus das Brett angebracht und die Muttern aufgesetzt. Langsam begann er zu drehen. Die Kegelspitzen bohrten sich durch Peters Hose und pieksten in seine Oberschenkel. Mensch, Klaus, bist du verrückt geworden? Was hast du denn? Au, aua! Hör jetzt auf sonst! Aber Klaus war schon dabei, seinen Freund zu befreien. Ein teuflisches Gerät. Nicht Klaus. Das Ding ist da wirklich verwendet worden. Und auch noch von seinem Raubritter. Sie sahen sich weiter in der Folterkammer um. Da lagen ein paar verrostete Daumenschrauben, dort eine dünne rostige Eisenstange und noch andere Foltergeräte. Doch dann... Da! Noch eine Falltür! Mit Hilfe des Pickels brachten sie die Falltür so weit hoch, dass sie sie wegziehen konnten. Sie leuchteten nach unten. Ein feuchtkaltes, finsteres Loch. Ungefähr 7 bis 8 Meter tief. Das musste das Verlies sein. Schon warf Peter den Rest des Seils nach unten. Los, Klaus! Hör mal, das mit den Spaten gefällt mir nicht. Doch Peter kletterte schon hinunter. Klaus folgte wenig später zögernd nach. Er war erst auf halber Höhe, als es krachte und er auf einmal in die Tiefe fiel. Au! Warum wirst du denn nach mir? Bist du verrückt geworden? Peter blieben die Worte im Munde stecken. Der Spaten war an der Stelle gebrochen, wo der Holzstiel mit dem Eisenteil des Spatens verbunden war. Alles zusammen stürzte auf die Jungs. Sie mussten noch froh sein, dass sie nicht verletzt waren. Ganz langsam begriffen unsere Freunde, in was für eine Lage sie geraten waren. Sie saßen ungefähr 15 Meter unter der Erde, die Tür des Turmes war verschlossen und nur Peters Vater hatte einen Schlüssel. Und frühestens am Montagabend würde man sie vermissen und suchen. Und ihr Proviant? Der lag oben im Kellerraum, genauso wie ihre Feldflaschen. Klaus saß in einer Ecke auf dem Erdboden. Die feuchte Kälte drang durch die Kleidung, aber er achtete nicht darauf. Sie waren gefangen. Klaus hatte Angst, aber... In Gedanken durchlebte er nochmals den letzten Sonntag im Kindergottesdienst, den sein Vater hielt. Dieser erzählte... Die Brüder Josefs hatten ihn in einen tiefen, ausgetrockneten Brunnen geworfen und dort saß er gefangen. Genauso sitzen wir alle in der Falle der Sünde. All das Gemeine und Böse hat uns da hineingebracht. Und wir können uns nicht helfen, so wenig wie sich Josef selbst helfen konnte. Später wurde Josef als Sklave nach Ägypten verkauft. Genauso sind wir gleichsam an die Sünde verkauft. Wir müssen Böses tun, ob wir wollen oder nicht. Die Geschichte von Josef und seinen 12 Brüdern kannte Klaus bereits. Und er hatte zuerst nur gelangweilt zugehört. Aber dann machte sein Vater unerwartet eine kurze Pause. Klaus war nun ganz bei der Sache. Der Vater erzählte weiter. Aber Gott hat seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, auf die Welt geschickt, damit wir aus der Grube der Sünde kommen können. Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Strafe für unsere Sünden zu erleiden und uns freizukaufen. Wenn wir ihm gehören, haben wir einen neuen Eigentümer. Die Sünde darf nicht mehr über uns regieren, sondern wir dürfen mit Jesus leben. Und wenn wir doch einmal wieder aus Versehen Böses tun, dann dürfen wir ihn sofort wieder um Vergebung bitten und er verzeiht uns. Und dann erinnerte sich Klaus an das Gespräch, das er später mit seinem Vater geführt hatte. Vati, ich habe das heute Morgen nicht so richtig verstanden. Wieso musste Jesus am Kreuz sterben, um uns loszukaufen? Schau mal, Klaus. Dadurch, dass wir Böses tun, haben wir sozusagen Schulden bei Gott. Gott sagt, dass er Sünde mit dem Tode bestrafen muss, mit dem ewigen Tod, einem Sterben, das niemals aufhört. Ist das dann die Hölle? Ja, ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie schrecklich es ist. Weißt du, Klaus, Jesus ist Gottes Sohn. Er hat nie etwas Böses getan und konnte uns so von der Sünde freikaufen. Am Kreuz hat er für uns die Strafe getragen.
dann sind ja alle Menschen frei. Nein, Klaus. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir können entscheiden, ob wir ihm oder dem Bösen gehören wollen. Wer will denn schon dem Bösen gehören, Vati? Alle Menschen gehören von Natur aus dem Bösen. Nur wer mit Jesus lebt, der ist frei. Klaus, wem gehörst du denn? Ich? Ich weiß nicht. Wirklich nicht? Überleg doch mal. Vati, wem gehörst du denn? Ich gehöre Jesus. Seit wann gehörst du denn ihm, Vati? Ich war ungefähr doppelt so alt wie du, als ich ihn bat, mir meine Sünden zu vergeben und mein Freund zu werden. Wann kann man denn zu Jesus kommen? Ich meine, wie alt muss man denn sein? Wie alt muss man denn sein, ehe man etwas Böses tun kann? Nicht sehr alt, denke ich. Vati, ist es schön, mit Jesus zu leben? Ja, es ist wunderbar. Aber es ist nicht immer leicht. Man soll ihm natürlich auch gehorchen. Und der Böse will uns nicht so einfach hergeben. Da muss man manchmal ganz schön kämpfen. Aber es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Überlege nur, er ist dann immer bei dir, in allen Situationen. Wie macht man das, mit Jesus anfangen? Du kannst es ihm ganz einfach sagen, kannst beten. Auf einmal fühlte Klaus einen dicken Kloß im Hals. Er wollte mit Jesus beginnen, das wusste er sicher. Aber er traute sich irgendwie doch nicht. Vati, ich... Sollen wir zusammen beten? Herr Jesus, vergib mir alle Sünden. Komm du in mein Leben. Habe Dank, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will jetzt dir gehören. Hilf mir, dir zu gehorchen. Amen. Klaus hatte manches, was ihm sein Vater nach dem Gebet noch gesagt hatte, schon fast wieder vergessen. Aber das wusste er ganz sicher. Er gehörte Jesus. Er war ein Kind Gottes. Gerade jetzt dachte er daran, als er auf dem kalten, feuchten Boden 15 Meter unter der Erde saß. Peter wusste noch nichts von der Entscheidung, die Klaus getroffen hatte. Klaus hatte es nicht gewagt, ihm etwas davon zu sagen. Peter ging zwar auch zur Jungschar, aber eigentlich nur wegen der Spiele und den Geschichten. Herr Jesus, du hast mich aus der Grube der Sünde befreit. Jetzt hilf uns doch auch hier raus. Nein! Was ist denn los, Peter? Mir ist das über die Füße gelaufen. Klaus schaltete seine Taschenlampe an und leuchtete den Erdboden ab. In einer Ecke des Verlieses kauerte ein kleines, graubraunes Tier. Es hatte ein struppiges Fell, kleine Augen und einen spitzen Kopf. Eine Ratte! Ach, na und? Peter war kreidebleich geworden. Auch der Ratte schien die ganze Sache unheimlich. Von den Lichtern und Stimmen verstört, blieb sie kurz sitzen und war dann wie der Blitz zwischen zwei Quadersteinen verschwunden. Weg ist sie! Ja, aber wo ist sie hin? Ist mir doch egal. Willst du sie einfach zurückholen? Nein, aber Peter, gib mir mal den Spatenstiel. Da. Was willst du denn damit? Ich will sehen, ob ich den Spalt zwischen den Steinen breiter bekomme. Der Abstand zwischen den Steinen war so groß, dass der Spatenstiel hineinpasste. Vorsichtig drückte Klaus an diesem Hebel. Der Stein bewegte sich und drehte sich langsam aus seiner bisherigen Stellung. Klaus leuchtete mit der Taschenlampe in die entstandene Öffnung. Ein Gang! Mensch, Peter, ein Gang! Die Ratte hat uns den Weg gezeigt. Unmerklich schüttelte Klaus den Kopf. Nein, das war nicht die Ratte. Gerade hatte er gebetet. Das war Jesus gewesen. Diesmal nahmen sie alles mit, was sie noch hatten. Sie legten das Seil in große Schlingen und Peter hängte es sich um. Klaus nahm den zerbrochenen Spaten und kroch zuerst durch die Öffnung. Sie blickten in den unterirdischen Gang, soweit das Licht der Lampen reichte. Er war, wie der Turm, aus großen Quadersteinen gemauert und so hoch und breit, dass sie stehen und eng nebeneinander gehen konnten. Dann mal vorwärts. Aber langsam. Wir zählen die Schritte, damit wir wissen, wie lang der Gang ist. Gut. Eins, zwei, drei.
Steif vor Schreck leuchtete Peter auf etwas, das einige Schritte vor ihnen auf dem Boden des Ganges lag. Klaus fasste sich zuerst wieder. Ist ja bloß ein Gerippe. Ja, bloß. Wo kommt das denn her? Zögernd näherten sie sich den alten Knochen. Aus dem Totenschädel gähnten ihnen die Augenhöhlen entgegen. Und Peter lief eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken. Ob die denn noch hier unten? Ist mir ziemlich egal. Vielleicht wurde er im Kampf um die Burg verletzt und ist dann hier unten gestorben. Hauptsache, wir kommen schnellstens raus. 93. Aua! Ah, aua! Oh. Was ist denn, Dünner? Ich habe mir den Kopf angeschlagen. Sie leuchteten zur Decke des Ganges. Direkt vor Peter hatte sich einer der großen Steine gelöst und hing nun schräg nach unten. 145, 146, 147. Was war das denn, Klaus? Bist du undicht, Peter? Wenn hier einer undicht ist, dann du. Direkt vor Peters Fuß war eine kleine Pfütze. Und als sie den Gang nach vorn ableuchteten, entdeckten sie zu ihrem Schrecken immer größere Pfützen. Ja, dort, wo der Schein der Lampen schwächer wurde, war nur noch Wasser zu sehen. Mensch, was ist denn das? Scheint mir das Planschbecken deiner Ratte zu sein. Du mit deiner doofen Ratte. Wie sollten sie weiterkommen, wenn am Ende der ganze Gang mit Wasser gefüllt war? Doch was hatten sie für eine Wahl? Zurück zum Verlies? Das konnten sie später noch, wenn es wirklich nicht mehr weiterging. Sie warteten in das kalte Nass hinein. Bald reichte es bis zu den Knien. Das Weitergehen wurde beschwerlich. Dann ging es bis zur Hüfte, bis zur Brust. Und nun hatte das Wasser ihren Hals erreicht. Unsicher setzten sie einen Fuß vor den anderen. Mit hoch erhobenen Händen leuchteten sie mit beiden Lampen nach vorn, über die Wasseroberfläche. Was sie sahen, nahm ihnen den letzten Mut. Ungefähr nach 15 Metern verengte sich der Luftraum zwischen Decke und Wasser so sehr, dass sie nicht mehr weitergehen konnten. Unschlüssig standen sie im kalten Wasser. Und jetzt? Sollen wir tauchen, Peter? Aber wer weiß, wie lang der Gang noch ist? Also machen wir uns auf den Rückweg zum Verlies? Ja, warten wir lieber dort, bis uns einer findet. Da vorne ist wieder der Stein, an dem ich mir den Kopf angeschlagen habe. Hoffentlich kommt er nicht runter. Sie waren noch gut 8 Meter von dem herabhängenden Stein entfernt, als es passierte. Wie in Zeitlupe löste sich der Quaderstein aus der Decke. In Todesfurcht rannten sie durch den Gang zurück, bis ihnen das Wasser wieder bis an die Knöchel reichte. Hinter sich hörten sie das Getöse des einstürzenden Ganges. Die Luft füllte sich mit Staub. Und erst jetzt wagten sie es anzuhalten und zurückzublicken. Dann näherten sie sich Schritt für Schritt der Einbruchstelle. Tiefe Niedergeschlagenheit ergriff die beiden Freunde. Hier gab es nichts mehr zu lachen. Alle Späße waren ihnen vergangen. Hinter ihnen das Wasser. Vor ihnen der eingestürzte Gang. Der Weg, auf dem sie dachten, bald gerettet zu sein, war zur Todesfalle geworden. Selbst wenn man entdeckte, dass sie zur Falkenburg gegangen waren, konnte man überhaupt zu ihnen durchkommen? Und wenn ja, wie lange dauerte das? Klaus war es, der die Gedanken unterbrach. So, Peter, ich denke, wir versuchen ein bisschen zu schlafen. Peter winkte ab. Jetzt konnte er doch nicht schlafen. Aber Klaus legte sich hin, machte seine Lampe aus und kuschelte sich zusammen. Widerwillig folgte Peter seinem Beispiel. Doch an Schlaf war nicht zu denken.
trotz der bleiernen Müdigkeit waren die Nerven viel zu angespannt. Dazu froren sie in ihren nassen Kleidungsstücken ganz erbärmlich. Undurchdringliche Finsternis und absolute Stille umgab sie. Nur in der Ferne war ab und zu ein leises Glucksen zu hören. Klaus sah auf seine Uhr. Die Ziffern leuchteten schwach. Es war kurz nach 5. Er faltete die Hände. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt mit Peter zusammen beten könnte, dachte er. Auch Peter schlief nicht. Es gab keinen Ausweg. Nach vorn nicht, nach hinten nicht. Plötzlich erinnerte er sich an etwas. Vor ein paar Wochen in der Jungscherstunde hatte er einen ähnlichen Satz gehört. Es gab keinen Ausweg. Nach vorn nicht, nach hinten nicht. Nur nach oben. So war es beim Volk Israel, als sie aus Ägypten zogen und die feindlichen ägyptischen Soldaten ihnen nachstürmten. Vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Feinde. Da gab es nur noch einen Weg, zu Gott, nach oben. Mose hatte gebetet und Gott half dem Volk. Sie waren durch das Rote Meer gegangen, weil Gott auf der einen Seite das Wasser aufhielt und auf der anderen ablaufen ließ. Beten? Peter hatte auch gebetet, früher, als er noch kleiner war. Seitdem eigentlich nur noch, wenn er Angst hatte. Du, Klaus, schläfst du schon? Nein, ich kann noch nicht schlafen. Klaus, Peter wusste nicht, wie er beginnen sollte. Aber dann erzählte er einfach vom Volk Israel, dem Roten Meer und wie ihm der Satz wieder eingefallen war, nach vorn ging es nicht, nach hinten nicht, nur nach oben. Klaus, stecken wir nicht in einer ähnlichen Lage? Ich meine, wir könnten doch auch nicht vorwärts und rückwärts. Meinst du, dass Gott uns hier unten hört? Gewiss hört er uns. Er hört uns überall. Das weiß ich bestimmt. Woher weißt du das? Weil er es versprochen hat. Und weil ich ihm gebeten habe, in mein Leben zu kommen. Jetzt wohnt er in mir. Auch wenn ich das nicht richtig erklären kann. Ich weiß es einfach. Er ist da. Könnten wir nicht zusammen beten? Verwundert riss Klaus die Augen auf. Gab es das? Sein Freund Peter, der sonst nicht viel von Gott hielt und sich so oft über die frommen Lieder lustig gemacht hatte, der wollte beten? Ja, beten wir zusammen. Fängst du an, Klaus? Und sie beteten zusammen. Stockend, zögernd. Aber es war ihnen ernst. Sie baten Jesus um Hilfe und Peter versprach sogar, ein besserer Mensch zu werden, wenn Jesus sie herausholte. Du, Peter? Ja? Du hast gesagt, du wirst ein besserer Mensch werden, wenn du hier rauskommst. Ja. Meinst du, es klappt? Bestimmt. Wenn ich nur will, dann... Das glaube ich nicht, Peter. Weil wir Menschen durch die Sünde an das Böse verkauft sind, können wir gar nicht wirklich gut sein, hat mir Vater erklärt. Sicher. Es gibt bessere und schlechtere Menschen. Aber so, dass Gott mit uns zufrieden ist, so können wir nur sein, wenn wir vom Bösen frei sind und Jesus gehören. Meinst du vielleicht, du bist jetzt besser als ich, weil du Jesus gehörst? Nein. Weißt du, Peter, alles Böse, das ich getan habe, das ist jetzt weg. Und wenn ich nun etwas Schlechtes tue, dann vergibt es mir Jesus. Sobald ich es ihm sage und es mir leid tut. Peter schwieg. Und auch Klaus wusste nicht so recht, wie er es besser erklären sollte. Ja, Vater hatte schon recht, als er ihm sagte, er solle viel in der Bibel lesen, um Gottes Willen besser kennenzulernen. Die Müdigkeit übermannte sie jetzt doch, sodass nun beide einschliefen. Klaus träumte, wie der Ritter Cornelius und seine Männer durch Folterkammer und Verlies in den unterirdischen Gang flohen,
nachdem sie den Turm in Brand gesteckt hatten. Ihm war es, als hörte er sie rufen, als hörte er, wie die Falltüren hinter ihnen zufielen und sie den Stein zum Gang knirschend zuschoben. Er träumte, wie einer der Männer im Gang sterbend und stöhnend zusammenbrach. Plötzlich hörte er ein lautes Krachen, sah im Traum Quadersteine aus der Decke brechen. Davon erwachte er. Automatisch ließ er seine Taschenlampe aufflammen. Das Krachen und der Staub waren kein Traum. Es war Wirklichkeit. Der Gang brach noch weiter ein. Er packte Peter am Arm, schrie und zerrte den halb schlafenden Kameraden mit sich. Dieser stolperte mehr, als er lief. Sie stürmten im schwachen Schein der Taschenlampen durch die Pfützen ins Wasser hinein. Und erst als ihnen das Wasser das Gehen erschwerte, erst da wurden sie langsamer. Aber noch immer drangen sie, von panischer Angst verfolgt, vorwärts. Sie stolperten, schluckten Wasser, rafften sich wieder auf. Egal, nur weg, weg, weit weg. Erst als ihnen das Wasser fast an den Lippen stand, machten sie Halt. Mensch, das war vielleicht knapp. Peter, sind wir vielleicht doof? Jetzt hab ich's. Wenn Cornelius den Gang gebaut hat, dann doch nicht, um hier ab und zu baden zu gehen. Der Gang muss doch irgendwo hinführen. Bestimmt hat sich nur der Grundwasserspiegel verändert. Und deshalb ist der Gang vollgelaufen. Wir müssen da durch. Und was machst du, wenn die Strecke unter Wasser zu lang ist oder der Ausgang verschüttet ist? Ach, der Gang hat jahrhundertelang gehalten. Klaus überlegte. Peter konnte im Gegensatz zu ihm nicht besonders gut tauchen. Wenn jemand durch das Wasser tauchte, dann er selber. Und Peter? Wir haben doch das Seil noch dabei. Und wenn ich es mir um den Bauch binde, dann kann ich dich hinterherziehen. Du bist ja verrückt. Was passiert, wenn dir die Luft ausgeht? Ach Quatsch, wenn ich durch bin, wieder atmen kann, ziehe ich dreimal am Seil. Falls du überhaupt noch atmen kannst. Aber im Notfall, wenn du mich zurückziehen musst, nur zweimal. Verstanden? Ja, und wenn du mir das Zeichen zum Nachkommen gegeben hast, dann ziehe ich auch dreimal und dann schnell hinterher. Klaus band sich ein Ende des Seils um den Bauch. Es war über 15 Meter lang. Das musste reichen. Es musste einfach. Klaus nickte kurz und verschwand dann im Wasser. Peter spürte sein Herz bis zum Hals schlagen. Herr Jesus, hilf uns doch, betete er leise. Sekunden verstrichen. Für Peter eine Ewigkeit. Er hielt das Seil in der Hand und spürte, wie Schlinge um Schlinge abrollte. Dann war das Seil zu Ende und Peter bemerkte einen leichten Zug daran. Zögernd ging er vorwärts. Er stand auf den Zehenspitzen, die Nase so knapp über dem Wasser, dass er gerade noch Luft bekam. Lange konnte er so nicht stehen. Um ihn vollkommene Finsternis. Da spürte er ein kräftiges Ziehen am Seil. Einmal, zweimal, dreimal. Voller Freude zog auch er dreimal am Seil. Das verabredete Zeichen, dass Klaus ihn durchziehen sollte. Peter holte tief Luft und tauchte. Doch je weiter er auch ins Wasser vordrang, er merkte nichts davon, dass Klaus am anderen Ende zog. Peter ging schon die Puste aus, als er endlich einen Zug am Seil spürte. Er musste weiter. Zurück konnte er nun nicht mehr. Er meinte, die Lungenflügel müssten zerspringen. Nahm diese Folter denn nie ein Ende? Da sah er vor sich, im undurchdringlichen Dunkel des Wassers, einen schwachen Lichtschein. Ja, er täuschte sich nicht. Es wurde immer heller. Endlich spürte er zwei Arme. Er stand auf den Füßen, hatte den Kopf über dem Wasser und holte tief Luft. Wen haben wir denn da? Warum bist du denn so bunt im Gesicht? Haben deine Kiemen nicht funktioniert? Klaus, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe. Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Was war denn? Warum hast du denn nicht gleich gezogen, als ich dir das Zeichen gegeben habe? Wieso? Ich habe doch nur einen Augenblick gewartet und dann... Das war ein Augenblick zu lang. Fast hättest du nur noch eine Wasserleiche am Strick gehabt. Da hätte ich mir ja was geangelt. Du, wo sind wir denn hier eigentlich? Na, schau mal.
Klaus deutete mit dem ausgestreckten Arm nach oben. Bis zu den Schultern standen sie im Wasser und über ihnen ging ein runder Schacht in die Höhe. Ganz oben war eine schwach erhellte Öffnung zu sehen. Sie waren im Dorfbrunnen. Doch es hatte wenig Sinn, um Hilfe zu schreien. Wegen des Brunnenhäuschens konnte sie niemand hören. Und außerdem... Weißt du, wie spät es ist, Peter? Nee. Kurz nach 7. Überleg doch mal. Heute ist Sonntag. Im Ort schlafen die meisten Leute noch. Und wir müssen sowieso warten, bis sich jemand den Brunnen ansehen will und ins Brunnenhäuschen geht. Hab schon kapiert. Und so lange stehen wir in der kalten Brühe. Brrr, mich friert's. Ich schlag bald Wurzeln. Beeil dich lieber, dass die Äste wachsen, damit ich daran hochklettern kann. Hochklettern? Klaus, das ist der Weg! Sie sahen nach oben. In der Mitte des Brunnenschachts baumelte ein alter Schöpfeimer. Wenn es gelange, dem Seil hochzuklettern... Wenn ich dich auf die Schulter nehme, kommst du vielleicht bis zum Eimer hoch, Peter. Klaus legte die Hände unter Wasser zusammen. Peter stieg mit einem Fuß hinein und schnell stand er auf den Schultern des Freundes. Er stützte sich an der Wand des Brunnens ab. Mist! 5 Zentimeter fehlen mir, Klaus. Dann geh doch in die Hocke und spring. Und wenn ich daneben fasse? Dann fange ich dich auf. Los, mach schon. Peter ging in die Hocke und sprang. Er fasste den Eimer am Rand. Der Eimer kippte und das Wasser, das in ihm war, ergoss sich genau in Peters Gesicht. Trotzdem reagierte er blitzschnell und bekam das Ende des Strickes zu fassen. Einige kräftige Züge, er meinte, die Muskeln würden zerspringen, dann hielt er sich mit den Händen am Seil fest, während seine Füße auf dem Eimer standen. Gut gemacht, Dinner. Und nun weiter. Doch weder Peter noch Klaus wussten, dass die Kurbel, an der man das Seil angebunden hatte, nur mit einem rostigen Nagel befestigt war. Der Brunnen wurde ja nicht mehr benutzt. Und dieser Nagel war natürlich nicht dafür gedacht, dass jemand am Seil hinaufkletterte. Peter hatte fast die halbe Höhe des Brunnens erreicht, als der rostige Nagel aus dem Holz brach. Die Kurbel drehte sich erst langsam, dann immer schneller. Das Seilende riss ab und Peter fiel, obwohl er das Seil krampfhaft festhielt, schreiend in die Tiefe. Wenige Zentimeter vor Klaus spritzte das Wasser auf. Ein kurzes Gurgeln, dann war alles still. Ungeduldig wartete Klaus darauf, dass Peter wieder aus dem Wasser auftauchte. Was war geschehen? Vorsichtig setzte er tastend einen Fuß vor den anderen. Würde er gleich auf Peter stoßen? Auf einmal verlor er den Boden unter den Füßen. Vor Schreck öffnete er den Mund. Er hörte das Blubbern der ausströmenden Luft, schluckte Wasser und versuchte wieder auf die Füße zu kommen. Irgendwie schwamm er automatisch vorwärts. Auf einmal hatte er Halt unter den Füßen. Er tauchte auf und blickte sich um. Schemenhaft konnte er im Dunkel Peter vor sich erkennen. Der unterirdische Gang führte bis zum Brunnen und hatte dort eine Art Abstufung. Ungefähr 1 Meter tiefer setzte er sich fort. Hier ging es ein kurzes Stück steil aufwärts. Und so kam es, dass Peter und Klaus die Köpfe schon wieder über dem Wasser hatten, obwohl sie nur wenige Meter vom Brunnen entfernt waren. Klaus machte die Lampe an, um besser sehen zu können. Zum Glück war sie einigermaßen wasserdicht, sodass sie trotz dem Tauchen noch funktionierte. Ja, geh doch tatsächlich der Gang weiter. Das kannst du doch nicht fassen. Ja, der olle Cornelius war nicht dumm. Wenn er Wasser brauchte, konnte er es von ihr holen. Außerdem konnte er natürlich durch den Gang fliehen. Wurde er dann verfolgt und die Feinde bemerkten die Abstufung nicht? So mussten sie denken, alles wäre im Brunnen zu Ende und Cornelius hätte sich in Luft aufgelöst oder sei ertrunken. Er muss sich ganz schön sicher gewesen sein, dass niemand den beweglichen Stein im Verlies entdeckt. Du, wollen wir nicht lieber weiter und ihn später unterhalten? Sie kamen nur mühselig im Wasser voran. Aber nun hatten sie wieder Mut geschöpft. Sie hatten richtig gute Laune, trotz ihrer klitschnassen Kleider. Nur die Taschenlampe von Klaus wurde immer schwächer. Da sahen sie auf einmal eine Mauer vor sich. Es waren keine Quadersteine, sondern rote Ziegelsteine. Peter kratzte sich am Kopf. Wenn hier einer den Gang zugemauert hat,
dann weiß einer von dem Gang und hat es verschwiegen, Peter. Stimmt. Warum nur? Egal. Wie geht's jetzt weiter? Hier stehen wir nun und machen Camping, Mensch. Wenn wir noch den Spaten hätten, dann könnten wir uns hier durchkratzen. Und wenn erstmal der erste Stein draußen ist, dann mal sehen, wie weit wir mit den Fingernägeln kommen. Siehst du? Es klappt. Nur gut, dass der Maurer keinen guten Mörtel genommen hat. Ja, Klaus, da ist so viel Sand drin. Es geht ja ganz leicht. Kein Wunder, wenn man solche Fingernägel hat wie du. Sie lösten Stein für Stein heraus und endlich war die Öffnung groß genug, um hindurchzukriechen. Im dämmerigen Schein der Lampe gingen sie vorwärts. Das war ein Abenteuer. Wenn sie die Geschichte erst für die Jungschar aufgeschrieben hatten. Alle Entmutigungen und Ängste schienen vergessen. Der Gang machte eine leichte Kurve, als Klaus aufschrie und die Lampe verlöschte. Ah! Was hast du denn, Dicker? Da steht was. Was denn? Ein Gartenzwerg. Aber ein richtiger. Jetzt mach mich nicht irr. Gartenzwerge gibt es doch gar nicht richtig. Komm, leucht doch noch mal hin. Was hatte Klaus nur gesehen? Und dann beleuchtete die Lampe das Etwas. Peter fuhr zusammen. Da stand jemand, noch nicht einmal so groß wie er. Unbeweglich stand die Person an ihrem Platz. Langsam schlichen sie näher. Da hast du deinen Gartenzwerg, du Waldungeheuer. Das ist doch bloß eine Holzfigur. Sieht nach einem geschnitzten Heiligen aus. Wer stellt denn sowas hier unten hin? Guck mal, da stehen noch welche. Verstehe ich nicht. Du, Peter, mein Onkel hat mir von einem Kirchenraub erzählt. Vor 2 Wochen haben sie aus einer Kapelle in der Nähe wertvolle geschnitzte Holzfiguren gestohlen. Ob das hier? Auf jeden Fall sagen die Figuren uns etwas. Die können doch nicht sprechen. Doch, sogar sehr verständlich. Jetzt spinnst du ganz, armer Peter. Blödsinn. Die Figuren sagen uns, dass es einen Ausgang geben muss. Sonst hätte sie niemand herbringen können. Sie gingen weiter. Doch nach wenigen Metern war der Gang wirklich zu Ende. Alte Quadersteine machten den Abschluss. Klaus leuchtete nach oben. Ein schmaler Schacht ging in die Höhe. Am Ende sahen sie eine Falltür. Mensch, wenn wir da hochkämen, dann wären wir draußen. Aber hoch kommen wir eben nicht. Da ist nichts zu machen. Das sind wenigstens 5 Meter. Du mit deinem verstellbaren Augenmaß. Ich denke, wir fangen an zu schreien. Hey, Hilfe! Helft uns! Ja! Hallo! Sie riefen und riefen, bis ihre Stimmen versagten. Dann saßen sie auf dem Boden und warteten. Auf was? Wann kam jemand zur Falltüre und selbst wenn, was kam dann? Endlich, nach etwa 3 Stunden, die ihnen wie eine Ewigkeit vorkamen, hörten sie oben Geräusche. Wie elektrisiert sprangen sie auf und drückten sich an die Wand am Ende des Ganges. Die Falltür wurde geöffnet, eine Leiter heruntergelassen und der helle Lichtkegel einer großen Taschenlampe erschien in der dämmerigen Öffnung. Dann sahen sie auf den Leitersprossen ein paar schwarze Schuhe. Ein Mann stieg herunter, der sie aber nicht bemerkte. Er drehte sich schon auf der Leiter in Richtung Gang und leuchtete zu den Holzfiguren. Kaum hatte er den Boden erreicht, da ging er los, um nach ihnen zu sehen. Augenblicklich lösten sich Peter und Klaus aus der Erstarrung der Wand und stiegen die Leiter empor. Sie waren schon oben, bevor der Mann im Gang sie überhaupt bemerkte. Auch oben stand ein Mann, der aber so völlig überrascht war, dass er nur Mund und Augen aufriss und wie ein Denkmal dastand. Wo kamen denn auf einmal die beiden Jungs her? Peter und Klaus sprangen an ihm vorbei. Sie befanden sich in einem alten Gewölbekeller. Schnell erreichten sie die Tür des Kellers, öffneten sie und waren draußen. Hinter sich hörten sie Schreie. Sie schlugen die Tür zu und rannten den Flur des alten Bauernhauses entlang. Aus der Küche kam gerade die Bauersfrau und trug das Mittagessen heraus. Ein Zusammenstoß, ein Schrei, und sie lag zwischen Schweinebraten, Soße, Salat und Kartoffelklößen, strampelnd und schreiend auf dem Boden. Doch Peter und Klaus hatten schon die Haustür erreicht, sie aufgerissen und rannten so schnell sie konnten ins Freie. Atemlos sahen sie sich um. Mensch, Peter,
Da ist ja die Kirche und dort unser Haus. Sie liefen darauf zu und klingelten stürmisch. Klaus, Peter, wo kommt ihr denn her? Die beiden Jungs redeten aufgeregt auf den Vater von Klaus ein. Zuerst verstand er sie nicht, weil sie furchtbar durcheinander schrien. Endlich begriff er, was vorgefallen war, und benachrichtigte die Polizei. Die Diebe wollten gerade die Figuren einladen und abhauen. Da fuhr die Polizei vor. Sie wurden mit zur Wache genommen, später vor Gericht gestellt und verurteilt. Die Holzfiguren kamen wieder an ihren Platz in der kleinen Kapelle. Und Peter und Klaus? Die durften sich einiges von ihren Eltern anhören. Und dann? Dann schrieben sie die Story ihres Lebens. Eine Mischung aus Geschichte, Legende und den von ihnen erlebten Dingen. Wer den Preis gewann, könnt ihr euch ja denken. Sie bekamen sogar beide den Lageraufenthalt geschenkt. Einen Tag nach ihrem großen Abenteuer saßen unsere Freunde zusammen bei Klaus im Zimmer. Weißt du, Klaus, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was du da unten im Gang gesagt hast. Dass wir einfach dem Bösen gehören. Aber jetzt gehöre auch ich zu Jesus. Gestern Abend habe ich ihm mein Leben gegeben und ihn um Verzeihung für meine Schuld gebeten. Klasse, jetzt sind wir beide erst richtig gerettet. Und das für immer. Wie meinst du das? Das ist ganz einfach. In der Bibel habe ich gelesen, dass Gott dich und mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Deshalb wird jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren gehen, sondern für immer gerettet sein.